Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zum Let's Play vom Spiel Satisfactory. Ja, in der letzten Folge habe ich euch einiges Cooles gezeigt. Und zwar war ich da hier unten ne, bei meinem Mega Energiepark 1. Habe ich einiges umgebaut, könnt ihr euch nochmal anschauen, die Folge. Finde ich aber ziemlich interessant, was ich euch da gezeigt habe. Und energietechnisch würde ich erstmal sagen, reicht es erst einmal. Ja, ich bin jetzt hier bei meiner Aluminiumplattenfabrik oder ja, kann man so nennen. Ich habe schon mal angefangen, unterirdisch die Splitter aufzubauen. Reicht logischerweise noch nicht. Ich muss hier noch weitermachen. Das wäre so eine kleine ungeschnittene Folge, würde ich mal sagen, so zwischendurch. Na, geht es nicht? Doch, jetzt geht's. Genau, denn ich habe diese Woche nicht so viel Zeit. Tut mir leid, tut mir echt leid. Würde mir noch gerne viel mehr Zeit nehmen für das Spiel, weil das sowas von geil ist und mir so viel Spaß macht. Aber, ja, ab und zu geht's halt einfach nicht. So, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir gleich 2x60 gehabt, oder? Kannst du mal nachschauen? Ne, 2x30 Kohle. 30 und 30 sind 60. Hier ist ein MK. Hier ist ein normales Band. 60, dann brauchen wir hier, haben wir gesagt, MK2. Machen wir hinten genauso. Fangen wir am besten hier an. Das einfachste. Pferdebänder anschließen. So, einmal da rein und Sekunde, liege jetzt falsch oder liege jetzt richtig oder richtig falsch? 1, 2, 3, 1, nee, stimmt schon, alles cool. Halt, von da muss ich jetzt hier raus. Jawohl, Hilfslinie sei Dank, haben wir jetzt hier richtig angeschlossen. Nee. Ja, doch, Sekunde, das ist ja das eine übertaktet ist, genau, das macht ja 198, ja, dann reicht es, wenn hier MK2 Band ist, oder? Normalerweise sind es 30, 132, ja, eigentlich MK1 reicht ja völlig aus. Genau, ja, wenn es MK2 ist, macht es eigentlich auch nichts. Das eine bisschen schneller, es macht gar nichts. So, MK2 Lüft logischerweise noch dazu. Farbe mache ich dann irgendwann mal später. Das muss jetzt nicht sein. So, dann haben wir hier MK2 Band gehabt. Gehe am besten hier zum Splitter, dann tun wir viel, hoppla, viel, viel leichter. Genau, einmal da anschließen. Jetzt muss ich den da, anschließen, bei den da, oder? Kurz mal schauen. Der ist da angeschlossen, der ist da angeschlossen. Yep, das passt soweit. Das passt soweit, aber wie kann ich jetzt den da drüben anschließen? Das kreuzt sich hier alles irgendwie. Außer. Na, hier muss ich dann eh aufpassen, wie ich das dann mache. Ich muss ja hier irgendwie die anderen Bänder noch irgendwie hier irgendwie durchbekommen. Das Bauxit kommt ja von da hinten, ne? Oder ich mache hier nochmal eine Zwischenebene rein, nochmal ein bisschen tiefer. Dann halt nehmen wir das da, machen wir das daher, dann daher. Jawohl, jetzt haben wir schon mal eine Zwischenebene. Halt. Hä, ich wollte das erpressen. Jetzt sag, geht doch. Kann man das erpressen? Machen wir das daher, genau, haben wir wieder eine Verbindung zwischen diesen zwei Ebenen. Das passt soweit. So, hier ist der Splitter, das passt soweit. Und jetzt muss ich darüber. Das ist aber nicht, ist nicht so, wie ich es eigentlich mir gedacht habe. Obwohl, wenn ich jetzt hier so geradeaus rüber gehe. Okay, kann das reichen. Der muss nicht unbedingt sein. Der kreuzt ja hier diese Verbindung. Denn diese Bänder muss ich auch noch irgendwie anschließen. Wenn ich so ruckeln würde. Ist aber was anderes, und zwar ich drehe hier den
Splitter drehe ich um. Dann haben wir hier ein MK1-Band. Dann haben wir wieder MK2-Lift. Der kommt von da, geht jetzt nach unten. Oder kommt von unten. Genau, kommt von unten, ist besser. Dann schließe ich da an und jetzt geht's hier rüber. Ja, okay, geht's ein bisschen nach oben. Naja, passt schon. Habe ich eigentlich den Lift, die kleinste Stufe jetzt ausgewählt? Ja, noch kleiner geht's glaube ich nicht. Nee, noch kleiner geht's nicht. Ah, das passt schon. Das passt schon. Sehr gut, sehr gut. Einmal daher. Dann ziehe ich das Band jetzt. Daher soll ich dann hier wieder nach oben gehen, ist die Frage. Ja, das macht hier meistens Sinn. Dann gehen wir da so her, einmal drehen, genau. Dann das Band auswählen. Es ist hoch. Ja, es ist zu tief und dann zu hoch. Sehr gut. Und das Ganze allgemein eins tiefer. Ich kann das nur abpressen. Das auch nochmal wegmachen. Genau, kommt das nochmal weg. Sehr, sehr gut. Halt, MK2 Band. Ja, dann geht es hier schon mal gerade rüber. Sehr gut. Halt, uah. Dann haben wir hier den Lift. Na komm. Daher, genau. Und jetzt haben wir das Band wieder. Ah, ist ja falsch rum, ist ja falsch rum. Dann muss ich hier einmal Federbandstütze, machen wir daher. Dann habe ich hier einen Orientierungspunkt. Jetzt passt, genau. Dann kann das wieder abpressen, wollen wir nicht mehr. Dann kommt hier das Band hier von da nach dahin, jawohl. Und jetzt gehen wir einfach hier mal einmal ran, so entlang. Ich weiß, es ist ziemlich viel Förderband, aber geht halt nicht anders. Gehen wir da her. Ist es schief oder ist es gerade? Ist aber so richtig schief. Eieiei. Was hat er da gemacht? Förderband. Nochmal probieren. Halt, Entschuldigung. Gehen wir ungefähr. Ja, das ist gerade. Das ist auf jeden Fall gerade. So, gehen wir daher zu der Kante. Das gefällt mir besser. Und jetzt kann man das hier so ein bisschen abwinkeln. Genau, und dann da rein. Sehr schön. Dann ist ja schon mal verbunden. Und jetzt muss ich die anderen Splitter alle noch verbinden. Also hier sind wir. Hier sind zwei Splitter. Zwei Hauptsplitter. Und da drüben sind zwei. Und aus 2x2 mache ich 2. Tja, einfacher gesagt als getan. Die Mitte zwischen diesen zwei, würde ich sagen, ist hier ungefähr. Na, Hilfslinie. Hilfslinie mit da. Genau, das ist dann die Position von den Splittern. Gehe einfach nur ein bisschen weiter nach vorne. Genau, kann der weg. Na, mal hier, bloß mal zusammenrechnen. Kurz mal rechnen. Oder gehen wir auf den da, ist einfacher. Das ist 1, 2, 3, 4, 5 mal 30 sind es 150 und brauche hier schon mal ein MK3-Band. Von da nach da. Und auf der Seite, das ist ja das eine übertaktete, oder? Ne, halt das ist ja hier. 1, 2, 3, 4. Ja, sind auch 5. Also nichts geändert. Das passt soweit. Sehr gut, sehr gut. Dann habe ich hier 6 Anlagen. Ne, wie viele haben wir? 1, 2, 3, 4. Wir zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eine ist übertaktet 10 und 11 sind da drüben. 11 mal 30 sind es 300 ein paar zerquetschte. Also baue ich hier ein MK4-Band. Genau, und das passt hier sogar ganz genau her. Sehr, sehr gut. So gefällt mir das. Gehen wir den MK4-Band, würde ich jetzt mal sagen, gehen wir hier so rüber. Und vielleicht mal ein bisschen gerade, erst einmal.
Dann machen wir schöne Kurve. Genau, dann kann ich das alles wieder abreißen. Ja. Ich baue immer Sachen auf, die ich dann 5 Minuten später wieder abreiße. Beziehungsweise. Sekunde, Sekunde. Die Kohle kommt ja von da hinten. Ja, egal, egal. Muss ich erstmal die Kohle dann zusammenführen, beziehungsweise dementsprechend dann wieder aufteilen. Und diese zwei Splitter hier, dass die Mitte dann hier ungefähr, würde ich sagen. Halt, nein, nicht zwei aufeinander. Wollte ich jetzt nicht. Fehler. Korrigieren. Genau. Und dann haben wir hier gesagt MK3-Band. Boah, das ruckelt ja höllisch. Weil hier so viele Anlagen in Betrieb sind. Oder nicht. So, MK4-Band geht dann darüber. Ein Spieler ist am Weg. Ach nee, ja, was ganz Neues. Genau, geht das daher. Das ist ja schon angeschlossen, hier über den anderen Splitter. Und hier kommt das, oder die Kohle von da drüben, das ist übertaktet. Kurz überlegen. Ja, nee, ich muss so ein bisschen das zusammenführen. Gehen wir hier auf diese Kante. Jawohl, passt soweit. Dann haben wir hier halt Fährbahn-Splitter, habe ich eh schon in der Kurzwahlliste. Sekunde, machen wir dann daher, würde ich mal sagen, auch so mittig. Oder ich gehe hier rüber. Das wäre natürlich auch. Nee, es geht nicht. Das kreuzt sich wieder mit anderen Bahnen. Ja, ist egal. Mal hier nochmal einen Streifen. Nee, brauchen wir nicht unbedingt. Egal, passt schon. Also hier kommt der Splitter hin. Ungefähr daher. Genau, dann kommt das jetzt da dran. Dann baue ich hier einen halt Fährbahn-Fusionator. Das ist ungefähr mittig. Das schaut schon mal gut aus. Also bin ich dann theoretisch hier. Das geht dann darüber. Ja, genau, genau, genau. So machen wir das. Dann wird das Band hier angeschlossen, beziehungsweise wird da angeschlossen. Müssen wir mal kurz schauen, was haben wir jetzt hier gehabt? Ist auch MK4, oder? MK4, genau. Ich brauche aber 690 Kohle, also sind hier 690 Kohle, ist damit zu viel. Also brauche ich hier MK5-Band. Genau, so passt das schon eher. Hier ist der Splitter und von den Splitter geht's dann. Boah, wenn sie so ruckeln würde, da rüber. Gehen wir daher? Ja, sieht gar nicht schlecht aus. Oh ja, sieht gut aus, ja, relativ. Genau, da ist das Band, das ich gerade da gesehen, oder nicht gesehen, gebaut habe. So, passt es soweit? Nein, passt nicht. Also ein bisschen weiter nach vorne, also muss ich dann theoretisch hierher. Na komm. Geht doch. Was geht dann da dran? Was? Fährt aber zu lang. Wie viel fällt jetzt? Um 1 Meter oder was? Ja, tatsächlich. 1 Meter. Ah, das ist nicht gut. Nee, machen wir anders. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich hab's gleich. Bitte warten, ne? Halt, das brauchen wir. Nein, nein. Da anschließen, genau. Den gehen wir hier in die Mitte. Aber es ist schief, ja. Na komm. Genau. Das geht dann hier entlang, denn hier kommt das andere Band hin. Nein, das geht es wieder nicht. Warum nicht? Weil. Also weil auf der Seite so viel Platz ist. Ah. Ja, es geht auch sonst nicht.
Hier haben doch gleich zwei Bänder Platz. Dann muss ich mit dem, halt mit dem da, muss er letztendlich daher. So, probieren wir es nochmal. Zum 25. Mal. Ist halt nicht ganz einfach, so eine Produktion aus dem Nichts zu errichten. Ein Spieler ist im Weg. Ach nee, echt jetzt? Mal daher. Das wird ihm abgerissen, hilft nichts. Das geht dann letztendlich daher. Genau, 90 Grad. Und geht daher. Sehr schön. So, und jetzt haben wir das andere Band von da hinten. Ne? Also die Frage, wie ich das hier durchbekomme. Nee. Ja, muss ich fast nochmal irgendwie hier eine Verbindung machen oder. Ja, es kommt eh. Es kommt eh von da hinten. Ja, es könnte theoretisch unterirdisch irgendwie hier entlang leiten. Und dann hier irgendwie nach oben. Ja, das könnte gehen. Halt, Förderband. Förderband, sehr gut. Hier ist alles eh schon so zugebaut. So, wo ist mein Förderband? Ah, da hinten. Ist doch ein bisschen weiter weg, als ich gedacht habe. Bloß aufpassen, dass hier keine Tiere unterwegs sind. Aber ich könnte hier so schräg rüber gehen. Pferdeband ist ja hier. Kettensäge? Kettensäge. Was? Er sagt bloß. Inventar ist fast voll. Boah, wow, super. Nein. Sekunde, habe ich noch Kohle. Ja, super, dass ich jetzt Kohle dabei habe. Dann gehen wir da so rüber. Hier ein bisschen durch das grüne Zeug. Kann gar nicht schaden. Gehen wir da so her. Geht das vor der Höhe? Ja, ich muss ja gar nicht so weit rauf, oder? Egal, gehen wir daher. Und jetzt zieht das Ganze hier durch den Wald. Wo muss ich hin? Ich muss dahinter. Eieiei. Sehr grün hier. Rechte Höhe. Na, egal. Gehen wir da so her. Sieht zwar jetzt nicht umwerfend aus, aber besser geht's halt gerade nicht. Er will schon besser gehen. Schlechte Ausrede. Okay, passt soweit. Ah, nee. Machen wir anders. Machen wir anders. Sekunde, bitte warten. Er kommt mit MK3-Band. MK3. Nee, 1, 2. Jetzt geht es wieder ein bisschen bergab. Das passt soweit, denn hier geht es ja wieder bergauf. Also das Band zumindest. Die Ebene ist immer noch die gleiche, oder die Höhe ist immer noch die gleiche, sagen wir so. Genau, 1, 2, ja. Okay, passt soweit. Jetzt muss ich hier mal die Kettensäge hernehmen, geht das? Ah, jetzt geht's auf einmal. Ja. Für den einen Aussatz gereicht. Super. Genau, und jetzt geht's. Wo muss ich hin überhaupt? Ich muss da irgendwie raufkommen. Easy. Können wir schon irgendwo hin? Kein Problem. Ich hätte vielleicht doch eins höher gehen müssen. Ja, hilft nichts. Wenn dann schon richtig. Ich will das Ganze nur einmal bauen. Nein, jetzt habe ich hier eine Kiste. Was schmeißt du weg? Kohle brauchen wir nicht. Die Kettensäge bei gerade auch nicht. War nur eigentlich hier den Fördermast. Kurz mal schauen, wenn ich hierher gehe. Okay, muss doch eins höher. Genau, so passt das schon eher. Jetzt gehen wir hier so in diese Richtung. Ah, da so her würde ich sagen. Was? Boden zu steil? Ja, kann nicht sein. Das ist mir einigermaßen gerade. Nee, so wäre es gerade, aber so ist. Ah, Katastrophe. So geht es wieder bergauf, das Ganze.
Egal, passt schon so. Hier der Bambus, ja, machen wir auch noch weg. Ordnung muss sein. Sehr gut, ja, jetzt geht's wieder. Und jetzt muss ich hier das Zeug irgendwie raufleiten. Halt, bin ich schon zu weit. Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Ich kann es theoretisch auch darauf leiten. So, jetzt haben wir hier MK3-Band. MK3-Lüft. Mal schauen, welche Höhe ich da verwende. Also, nein, ist falsch rum. Ist falsch rum. Komplett falsch. Sekunde. Tun wir das gleich. Pauschal einfach mal da so herrichten. Passt dann soweit. Dann kommt hier der Lüft. Genau, und jetzt von da nach da. Optimal. Richtig gerade sogar. Ich glaub's nicht. Jetzt kommt zwar schon die ganze Kohle, die ich jetzt gerade nicht brauchen kann. Denn halt, die Anlage läuft ja noch gar nicht. Halt, Schwere Kiste, halt. Noch mehr Kohle dabei, kurz mal schauen. Ne, Grünzeug. Jede Menge Grünzeug. Aber egal, passt schon. So, gehen wir ungefähr daher, oder? Ja, sehr gut. Das leite das Ganze hier einfach außen rum. Und muss dann letztendlich da anschließen. Hier gehen wir auf die Mitte der Foundation. Nein, so nicht. Wenn ihr daher. Von da nach da. Von da nach da. Sehr schön. So gefällt mir das. Jetzt kommt aber schon die ganze Kohle. Nein. Na, egal. Ja, wird alles schon aufgeteilt. Ah. Egal, egal, ist nicht schlimm. Es ruckelt da gerade wieder richtig. Jetzt müsste auch hier die Kohle nach oben kommen. Beziehungsweise die geht erstmal dahinter. Okay. Wird dann hier aufgeteilt. Kannst du schauen, was hier die eine Anlage bekommt. Bekommt jetzt mehr. Ja, die kommt ein bisschen mehr anscheinend. Aber hier geht sie wirklich langsam nach oben. Hier ist MK2, 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 MK2. Und da drüben ist MK1. Ja, auf jeden Fall ist da schon ein bisschen mehr da. Das ist nämlich sehr, sehr gut. Weil diese Anlage ist ja ein bisschen übertaktet. Genau. Sehr gut, sehr gut. So gefällt mir das. Ja, dann haben wir schon mal die Kohleversorgung am Start. Sehr gut. Als nächstes muss ich erstmal mein Inventar wieder ein bisschen ausleeren. Denn das Grünzeug, Laub, Blätter etc. verstopft das Inventar. Halt, uah. 0, nix. Hier über die Leitungen kommt dann das Aluminiumoxid. Halt, ich kann hier, geht das so? Ja, geht sogar, genau. Kann das Zeug rein, das da. Holz habe ich keins dabei, oder wie? Doch, hier. Dachte schon. Das wär's. Wenn ich mit der Kettensäge arbeite und es kommt kein Holz zusammen. Ja, hier gehen die Förderbänder dann rein in die Aluminiumplattenproduktion, beziehungsweise zu den 15 Gießereien, beziehungsweise 14 sind sie ja. Und von unten her würde ich mal sagen, war's das. Ich könnte hier das theoretisch alles zubauen. Also mit dieser Gehwegkreuzungen, ja hier so und da so und hier so entlang komplett, könnte ich machen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt wirklich Sinn macht, ob ich dann nochmal runter muss, beziehungsweise wenn ich hier unten bin. Das reicht schon so, oder? Obwohl, wenn es zu wäre, dann wäre es natürlich schöner. Auch hier die Anschlüsse für das Aluminiumoxid. Da brauche ich insgesamt
2070 Aluminiumoxid. Das ist natürlich eine Hausnummer. Das muss ich natürlich auch irgendwie hier herleiten. Es geht natürlich nicht alles über eine Leitung, sondern mehrere. Ne? Da brauche ich 7 Leitungen. 2100 wären genau 7 Leitungen, aber ein bisschen weniger. Eieiei. Das wäre ein Aufwand gewesen. Nur die Förderbänder zu legen. Fast eine halbe Stunde. Ja, dann will ich erstmal sagen, was ist für diese Folge, für diese kleine ungeschnittene Folge und am Samstagabend 19 Uhr in gewohnter Zeit geht's dann weiter. Dann werde ich hier mal die Pipelines legen, beziehungsweise ich muss hier hinten nochmal eine größere Plattform errichten, wo dann nochmal 26 Raffinerien hinkommen, die aus Bauxit und Wasser das Aluminiumoxid herstellen. Genau. Also, würde ich mal sagen, war es für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Satisfactory. Also, macht es gut. Bis dann. Ciao.